der steht jetzt. Musst du nur ein paar passende Schuhe an die Hosenbeine stellen, um sicher zu gehen. Ja, perfekt. Und was ist, wenn ich laufe? Beweg die Schuhe, beweg die Schuhe. Was machst du denn da? Was soll das? Das war doch gut. Wie wär's denn damit? Wollen wir das nicht mal lassen? Maradona interviewt die italienische Nationalmannschaft? Original mit Untertiteln. Jerry, Süßer, weißt du eigentlich, wer bald Geburtstag haben wird? Ich weiß, ich weiß. Ich habe in derselben Woche eine Wurzelbehandlung. Ach ja, richtig. Ich hoffe, du hast einen guten Zahnarzt, weil das nämlich ziemlich gefährlich werden kann. Was ist das denn? Die sind ja alle splitternackt. Nein, ich will keine nackten Menschen sehen. Ist wohl eine Weile her. Ich habe eine vage Erinnerung daran, sowas schon mal mit jemandem gemacht zu haben, aber das ist schon eine halbe Ewigkeit her. Ich schätze, ich habe es das letzte Mal in Rochester getan. Meine Haare waren da noch sehr viel kürzer. Es war ganz schön abgefahren. Und ich möchte das gern mal wieder genießen. Was ist? Was denn? Wie siehst du mich denn an? Wie sehe ich dich denn an? Was war denn das für ein Blick? Was für ein Blick denn? Tu doch nicht so. Wovon redest du? Das kenne ich doch. Und was bedeutet das? Warum soll ich dir das sagen? Naja, du bist doch hier die große Expertin. Nun zeig mal, was du auf dem Kasten hast. Eins kannst du mir glauben, diesen Blick kenne ich zur Genüge. Also? Was denn? Was ist nur mit diesem Blick? Ich weiß es nicht. Hast du was Bestimmtes vor? Nein. Ich habe nur manchmal solche Ideen. Und du? Tja, ich habe so manchmal meine Anwandlung. Ja, die habe ich auch. Du kannst ja nicht von mir erwarten, dass ich total vergesse, was zwischen uns gewesen ist. Nein, natürlich nicht. Immerhin haben wir das auch getan. Vermutlich ungefähr 25 Mal oder 37 Mal. Ja, wir wissen also ziemlich gut, was man da drin so tut. Kennen das Terrain. Es birgt keine Überraschungen. Nein. Und was denkst du? Ich weiß nicht, was denkst du denn? Naja, man kann das doch in Erwägung ziehen. Ja. Ich meine, gesetzt den Fall, wenn wir es täten. Und wenn schon. Na, würde das dann das Ende der Welt bedeuten? Keineswegs. Also warum sollten wir das dann nicht ab und zu tun können, falls wir das wollen? Du hast ja so recht. Ich meine wirklich, was soll schon dabei sein? Wir gehen da rein und dann bleiben wir eine Weile da drin und dann kommen wir wieder hier raus. Das ist doch nicht kompliziert. Wir wären sogar dämlich, wenn wir es nicht täten. Es wäre idiotisch. Und absurd. Ja. Andererseits, vielleicht ergeben sich daraus auch ein paar Problemchen der geringfügigen Sorte natürlich. Ach, davon gibt's doch immer welche. Ich meine, wenn da irgendwas passiert, was dazu führt, dass wir nicht mehr so befreundet sind wie jetzt, dann wäre das wirklich schlecht. Das wäre verheerend. Weil dies hier wirklich sehr gut ist. Und das da wäre aber auch gut. Natürlich wäre das da auch gut. Die Idee ist eine Kombination aus dem dies hier und dem das da. Aber dies hier darf auf keinen Fall gestört werden. Ja, wir behalten einfach dies hier, das da und fügen das da hinzu. Mhm. Aber wir müssen natürlich versuchen, einen Weg zu finden, die Entwicklung der Dinge zu verhindern, die zu diesen geringfügigen Problemchen führen. Vielleicht durch Regeln oder sowas, weißt du? Oh. Zum Beispiel rufe ich dich jetzt an, wenn ich dazu Lust habe und du machst das genauso. Richtig. Aber wenn wir das da tun, fühlen wir vielleicht eine gewisse Verpflichtung, uns anzurufen. Oh, aber das wäre doch völliger Blödsinn. Oh, ich habe eine Idee, ich habe eine Idee. An dem Tag, nachdem wir da drin waren, rufen wir uns nicht an. Wundervoll. Daraus machen wir eine Regel. Sehr wohl, Sir. Da wäre noch eine kleine Regel. Ja? Wenn wir uns jetzt treffen, ziehen wir uns danach immer in unsere Wohnungen zurück. Aber manche Leute denken, wenn man erst mal das da angefangen hat, dann ist man auch dazu verpflichtet, dort zu übernachten. Obwohl das da doch nun wirklich gar nichts damit zu tun hat.
Schlafen ist doch etwas vollkommen...